Servus und grüß euch auf meinem Kanal, der Bienenbastler. Heute möchte ich mit der längeren Serie starten. Und zwar, ihr seht es links schon, es geht um den Brutautomaten. Ich möchte euch erstmal den Insect 70 vorstellen, wie der aufgebaut ist, welche Einzelteile der hat, wie der funktioniert. Und möchte dann in der laufenden Serie zeigen, wie ich damit klarkomme und worauf man achten muss, dass man einfach das wirklich von Null, vom Aufbau, vom Auspacken bis zur fertigen Königin sieht. Ich habe gerade noch mit dem Daniel telefoniert, mit dem Daniel vom Bienenruck. Und zwar habe ich jetzt schon mal eine gute Nachricht, wie genau das dann vonstatten geht. Das schreibe ich euch dann unten in die Kommentarfunktion oder in die Videofunktion, pinnt es dann an. Und zwar bekommt ihr auf den Insect 70 sowie auf das komplette Zeichenset, Königin Zeichenset, die Box, die er da zum Verkaufen hat, eben mit Abfangclip, den Kolben, die Plättchen und so weiter, kriegt sie dann einen Rabattcode von mir. Wie gesagt, auf beiden Produkten, ich glaube aber, er hat gesagt, auch auf das leere, die Box kann man auch leer kaufen, auch auf das leere Produkt kriegt sie den Rabattcode, aber ich werde nochmal alles genau zugeschickt bekommen. Und dann verlinke ich euch das Ganze unten in der Videobeschreibung oder ich pinne es in der Kommentarfunktion ganz oben an. Also, seid gespannt. Für die beiden Sachen gibt es dann einen Rabattcode von mir. Jetzt möchte ich aber nicht mehr länger warten. Ihr seht, den kann man vielseitig einsetzen. Nicht nur für Bienenkönigin. Bin echt jetzt so gespannt auf die Saison. Ich freue mich richtig auf das Gerät. Als erstes gibt es eine Kurzanweisung, eine CD, Bedienungsanleitung, okay, da ist die Bedienungsanleitung drauf und das schöne Gerät selber. Gut. Ich freue mich. Das Schöne ist nämlich daran, man kann hier die Temperatur und auch die Luftfeuchte einstellen. Da müsste dann irgendwie auch so eine Art Wasserpumpe oder ähnliches dabei sein. Jetzt nehmen wir mal die Einzelteile auseinander. Hier drunten haben wir den Lüfter. Halterungen, einmal ein Netzteil, so. Eine, sieht aus wie ein Ei, mal schauen, was ist das? Ich denke, das wird die Wasserpumpe sein, optisch wie ein kleines Ei, sehr cool. Und nochmal die Beschreibung zum Gerät selber. Hier haben wir so eine Art, ja, ich würde sagen, kleinen Schwamm. Ich gehe stark davon aus, dass man mit dem Schwamm die Luftfeuchte reguliert. Und hier nochmal eine Kurzanleitung. Cool. So, ich habe jetzt die Bedienungsanleitung auf mein Handy gespielt und wie angenommen ist das auch die Wasserpumpe. Die ist auch beschriftet, einmal mit Out und mit In, also kann man da auch nichts vertauschen. Beim Wasser benötigt ihr destilliertes Wasser und das braucht ihr nicht kaufen, wenn sie einen Trockner besitzt mit integrierten Tank, mit integrierten Wassertank. Der erzeugt nämlich destilliertes Wasser. Also das habe ich auch schon mal. Kalkhaltiges Wasser ist überhaupt nicht zu empfehlen. So, ich habe hier meinen Wasserbehälter, meine Pumpe, die wiederum pumpt es dann oben
ins Gerät selber rein. Und jetzt kommen wir schon zum nächsten Schritt. Wir müssen unseren Schwamm zuschneiden. Da brauchen wir also Klammern, damit man die, oder damit man den Schwamm oben befestigen kann. Das sind hier die beiden Klammern. Und jetzt müssen wir den Schwamm selber noch zuschneiden auf eine gewisse Größe. Die Bedienungsanleitung sagt, was sagt sie denn, wenn man eine Feuchtigkeit unter 50% möchte, muss man das Tuch selber auf 55 mm zuschneiden, und möchte man über 60% Luftfeuchtigkeit, benötigt man einen Schnitt zwischen 70 und 75 mm. So, was brauchen wir überhaupt? Welche Temperaturen brauchen wir überhaupt? Da kann ich euch ein Buch empfehlen. Da geht es jetzt nicht nur um den Automaten. Was heißt das? Das ist ein Teil, ist auch beschrieben, Umgang mit dem Automaten. Aber da geht es rund um die Zucht, vom Umlaufen, vom Verschulen, von den verschiedenen Begattungskästchen. Also ist alles wirklich sehr schön beschrieben. Unter anderem auch, welche Temperatur man benötigt. Ich verlinke euch das Buch natürlich unten. Wir brauchen im Brutschrank 35 Grad und die relative Luftfeuchtigkeit muss bei 75% liegen. So, das heißt 75%, das heißt über 60% Luftfeuchte. Das heißt wiederum, laut der Anleitung, müssen wir das Ganze bei 75 mm abschneiden. So, jetzt brauche ich noch ein Lineal. Schere habe ich schon. Und dann schnibbeln wir das weg. Das Ganze ist jetzt bei 75 mm markiert. Somit habe ich zwei Stück. Eins spare ich auf für später. Und dann muss ich das, wie ich es verstanden habe, einfach nur mit die kneten. Und dann im Deckel fixieren. So, ich habe jetzt einmal das Tuch, die zwei Clipses, und die muss man jetzt halt, so wie ich es verstehe, genau, weil da kommt dann anschließend das Wasser raus. Da tropft das dann durch. Und hier sind die Öffnungen für den Plastikhalter. Jetzt knicken wir das Ganze erstmal, dass wir einmal falten. Und dann einmal schwarz. So, das war's schon. Hier haben wir dann die Halterung, wo man dann die Königin selber dann verriegelt. Oder was heißt verriegelt? Befestigt, dass sie nicht verrutschen kann. Dann haben wir hier noch das Netzteil, aber bevor wir das Netzteil anschließen, müssen wir noch die Pumpe anschließen. Und einmal heißt es mit Strom anschließen. Da ist oben im Deckel der Anschluss und das müssen wir jetzt öffnen. Zwei verschiedene Anschlüsse hat? Nein. Das ist einfach nur eine Verlängerung. So. Ah, da werden beide Sachen angesteckt. Auch der Netzstecker kommt da rein.
So, jetzt kommt einmal der Stromanschluss für das Gerät selber und die Weiterleitung für die Pumpe. Na, jetzt an. So. Müssen wir bloß beim Deckel aufpassen, dass wir da nichts klemmen, keine Kabel quetschen, aber da ist extra links und rechts eine kleine Aussprung für die jeweiligen Kabeln. So, somit kann ich jetzt auch die Pumpe anschließen, die ich wiederum noch mit den mitgelieferten Schläuchen verbinden muss. Ich würde sagen, einmal gleich ans Gerät selber, dass wir wissen, wie weit weg wir die Pumpe stellen können, beziehungsweise wie weit der Schlauch überhaupt sein muss. Und das Restliche brauche ich dann für die Zuleitung. Ich weiß nicht, ob ich da noch so Art, ja, Gewicht dran hänge, dass das dann schön rund, also dass sich der Schlauch schön runterzieht, oder ich stelle die Flasche auf den Boden und das Gerät selber ist dann erhöht, die Pumpe. So, Schlauch drauf. Ein bisschen Friemelarbeit, aber der sitzt auch. So, wenn ich davon ausgehe, dass die Pumpe eigentlich nur ein Stück weit daneben steht, ja, klemmen wir sie ab. Wo haben wir in, wo haben wir out? Out. Kann man das eigentlich öffnen? Ah! Somit kann ich das rausnehmen und tue ich mir natürlich leichter, um die Leitung zu befestigen. Das ist quasi das Pumpenelement. Und hier drauf kommt dann die Leitung. Die muss ich jetzt noch anschließen. So, in. Wo war in? Das ist ein Vertausch. Und da war out. Soweit ist alles fertig. Jetzt müssen wir bloß noch die Rahmen einsetzen, damit wir die Käfige auch platzieren können. Und dann kriegt der Brutautomat einen festen Platz. Wichtig ist, wenn ihr den festen Platz auswählt, dass ihr da keine großen Temperatur- wie auch Luftfeuchtigkeitsschwankungen habt. Das sollen kein zu heißer Raum sein, zu kalter Raum. Wir brauchen eben die 35 Grad angesprochen. Und der Automat tut sich natürlich auch leichter, wenn man Raumtemperatur hat und nicht irgendwie das Gerät an die Scheibe stellt und man hat dann direkte Sonneneinstrahlung. Dann sitzt man quasi wie im Gewächshaus. Jetzt nehmen wir nochmal den Deckel runter. So. Jetzt setzen wir die Halterung ein. Ich werde das Ganze einfach nur so reinstellen. Man könnte auch das Gegenstück vom Nikod verwenden als Halterung unten, aber da ich ja eh so Rähmchen, also Schieber habe, schauen wir mal, da sind auch so markierte Punkte, vielleicht sind es die schon, die ich brauche. Ansonsten, ja, sieht doch gut aus. Der Brutautomat ist fertig angeschlossen, einsatzfähig. Ich werde mal
jetzt meinen Platz aussuchen, wo er dauerhaft hoffentlich dann hinkommt. Und wenn es zu dieser Serie oder auch zu alle anderen Bienenthemen nichts verpassen möchte, hilft nur eins, lasst es ein Abo da. Mich freut es auch, wenn es Kanalmitglied wird. Das hilft mir natürlich weiter bei solchen Projekten. Und sage wie immer Dankeschön fürs Vorbeischauen. Seid gespannt, wie es hier weitergeht. Ich selber bin es wie die Sau. Freue mich richtig. In dem Sinne, pfiat euch und ein anderes Mal.